geht's auf Feinstetten, da geht's auf Schneitenbach. Und da geht's zur Buchberghütten und zu der keltischen Flieburg und zum Burgstall. Aber ich gehe jetzt zur Affi. Das ist so eine Banke. Und ein Schild. Und Ameisen. So. Ja, so ist es ein anderes Film, Kinder. Ich habe jetzt geschaut, was das für Ameisen sind. Ein Waldameisen. Und zwar Wiesenwaldameisen. Jo, und ich bin jetzt also in den Weg in den Wald. Ja. Erstmal Servus aus der Oberpfalz. Schön, dass ihr dabei wisst. Ich war ja letztens bei dem Wasserhaus, ja, bei der Fensterbachquellen. Und habe ja gesagt, dass der zu der Bovi-Quellen geht und ich jetzt da nicht hingehe. Leider jetzt aber nicht so stehen. Ich gehe halt jetzt vom Buchberg aus hin. Ja, weil ich da gerade gepackt habe, kannst du es auch weiter umpacken. Eigentlich scheißegal, was du packst. Wenn ich da hingehe, dann gehe ich aber von da. Mach mal Fotos, zeige dir das am Film. Ich für meinen Teil, ja. Da jetzt da hingehe. Aber gehe ich nicht. Ich gehe jetzt den normalen Weg. Weil, dann kann ich dir nämlich ein bisschen was zeigen. Ja, also, genau. Ich glaube, das hier da vorne ist sowieso angeschrieben. Ja. Und da walk ich jetzt einmal rein. Und dann schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Das ist ein B. Da könnten wir jetzt auch schon oben gehen. Das heißt, wir, ich. Ja. Wahrscheinlich gehe ich dann den Weg rauf. Ja, den würde ich dann raufgehen. Geh ich den Weg rein, wirst du dann vielleicht auch gehst, damit du das halt siehst. Der Wanderweg zu dir gewollen ist nicht besonders anspruchsvoll, ja. Aber du steigst halt aus dem Auto aus, ob du jetzt da oben steigst oder da. Und dann hutscht einem also hinab. Ja. Es ist jetzt nicht der Weg, weil er ziemlich eben ist und gerade. Da steht jetzt Monte Carlino Schneidenbach. Die Quellen steht nicht dran, ist mir aber jetzt einlatte. Ja, blöd, dass es denn nicht dran steht. Ja, aber man kommt jedenfalls da vorbei. Ist mir nicht bekannt, ob es weiter oben dran steht, aber jetzt hast du ja gesehen, was packen muss und dann wird das schon. Ja, also wenn du den Weg halt eine Zeit lang nach unten folgst, dann kommt der Neuschüttel, weil dann zu der Boivy-Quelle geht. Ja. Das ist ein wenig so ein dichteres, cooles Unterholz. Ja. Und da vorne kommt man dann eigentlich zu so einer Wüstung noch. Ihr müsst jetzt schon da sehen, glaube ich. Jetzt schauen wir mal. Ah ja, historisches Wasserhaus, aber das ist nicht die Hofwüstung. Ihr müsst jetzt da irgendwas sehen. Dann, ich glaube, da vorne kommt die. Ja, da. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist, ja. Also das sagt mir nichts. Ob das schätzungsweise wird, ist halt irgendwie so ein Dorf, ja. Oder mal ein Hof. Weil da, wenn man das jetzt genau anschaut, dann erkennt man schon noch was, ja. Aber da kann ich nichts dazu sagen. Vielleicht schaue ich mal auf Google und binde dann das unter die Videobeschreibung ein.
Ja, naja, und dann folgt man halt dem Unterholz da, den tiefen Unterholz. Und letztendlich kommt man dann zu der Quelle. Wenn du ein bisschen in der Vegetation lesen kannst, ja, siehst du schon, wie da wieder alles grünt und halt so eine nasse Boden wird, ja, da fließen schon die ersten Quellen aus die Bodennasse. Ja. Aber ich gehe, das ist jetzt, schau, Bobiquelle 2, ich will gerade der Nagel von lauter Schnang, hey, ist ja unglaublich. Da fließt was. Ja, die Bobi, oder die Bobi, wie ich sag, Quelle, die hat mehrere so Quelltöpfe. Schau mal, ob ich das irgendwie halt einmal unten in der Videobeschreibung vermerken kann. Das ist jetzt halt so ein richtig schönes, richtig schöne Quelllandschaft. Und ganz vorn wird es dann also, ist halt, das ist dann nur so eine Banke. So, wie da, wo ich wollte. Weiter gehe ich jetzt nicht. Also das ist so ein Zauberwald, so ein Quell-Zauberwaldgebiet. Ja. Wenn man jetzt da leise ist, hört man dann die Quelle rauschen. Ja, und da kann man sich daher setzen. Jo, und ich mache jetzt dann ein Foto für meinen Blog. Da habe ich seit gestern wieder so einen Blog zu meiner Webseite. Also meine Webseite ist ja wahrscheinlich bekannt, gell? www.markusraum.com. Das blende ich jetzt ein. Und zu meiner Webseite, also auf meiner Webseite findest du halt quasi die ganzen Fotoberichte und Geschichten und so. Zum Teil. Und ich wollte halt jetzt nur so einen Blog haben, ja, weil ich da mal Zeichen und Nachrichten einschreibe oder halt allgemeines, ja. Und der ist radioregenwetter.de. Blende da ein. Ja, und für die mache ich jetzt das Foto. Und dann gehe ich wieder auf zum Auto. Genau. Ja, letztendlich geht es da auf Schneiden mal. Ah, ich habe jetzt da was getrunken und ich werde zerstochen von Schnaken. Ja, von Mücken halt. Jetzt wird auch keine Lust mehr. Und ich wacke jetzt da wieder rauf. Ja, kann jetzt meine Stecker nehmen, weil jetzt allwärts habe ich es gar nicht genommen. Jo, bis dann. Also kommt noch was. Jo, du weißt zwar nicht, wer ich bin. Aber es ist so, dass halt ich jetzt raufgegangen bin, gell? Da unten ist die ehemalige Hofstelle, weil ich gerade gezeigt habe. Und da geht der Altstraßenzug. Also da geht ein Hohlweg rauf. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da was rauskriege, wie ich die Wüstung. Ja, ist aber schwierig, manchmal leichter. Also kann man so nicht sagen. Und der Weg von der Fensterbachquelle rauf am Rotbühl ist schon die sogenannte Bobbahn. Ja. Also wenn du mal zum Sender gehst und dann geht es rechts an so einen Hohlweg rein, weil dann steht, dass zu der Fensterbachquelle geht, dann ist genau das der Weg. Dann kommst du da unten raus. Ja, naja, ich bahne mir jetzt meinen Weg da halt rauf und lausche den Klängen des Waldes, weil da unten war es mir nicht möglich, dank Millionen von Insekten, die mich alle essen wollten. Ja, aber ich habe es geschafft und bin wieder im Licht. Da ist den Wanderweg verlassen und gehe auf den Weg, dass ich oben anderweitig zurückkomme. Und das ist richtig geil. Also überall die Schwarzbestauern. Dann der Vogelklang. Jetzt ist halt gerade keine. Dann die Birken. Ist echt traumhaft. Bei uns in der Oberpfalz. Im Landkreis Amberg. Also woanders natürlich auch, aber ich filme halt jetzt bloß da. Da schreien die Buchfinken.
Das ist jetzt nicht der Fall da, weil ja noch nicht Sommer ist oder Hochsommer. Aber in so einem Kiefernwald, ja, weil viele Kiefern stehen. Und du im Sommer da reingehst und es ist so richtig heiß. Dann riechst du quasi das Aerosol, also quasi den Duft vom Harz von dem Baum. Ja, also richtig gut fürs Feng Shui. Ja, und falls du jetzt fragst, was ich da um den Hals hängen hab, das ist eine Lupe, ja. Die Lupe brauche ich, damit die Ameisen anschaue. Ist ja so ein Ding halt, ja. Ja, kann ich dir jetzt nicht besser zeigen, das vergrößert halt 20-fach. Und das brauchst du, wenn du zum Beispiel sowas wie ich machst, dass du halt Waldameisenvölker kartierst und klassifizierst und halt schaust, was das für Art ist, ja, dann brauchst du so Lupen. Ich meine, ich schaue mir jetzt nicht jeden Ameisenhaufen an. Man sieht ja, dass Waldameisen sind. Aber wenn ich das genau wissen will, dann nehme ich halt die Lupen. Und die habe ich beim Wandern immer im Rucksack drin. Heute habe ich es mir aber umgehängt, weil ich gewusst habe, welcher den Ameisenhaufen das da einer ist. Ja, und ich das am Anfang machen wollte und ich halt jetzt das noch nicht verräumt habe. Wollte ich mal erwähnen. Ja, okay, das ist jetzt einmal wahrscheinlich ein kurzer Vlog gewesen. Jugendfrei, ja. Ohne Ärger und irgendwas.